Ja, hallo und Servus. Ich greife mal ein bisschen zurück. Wir hatten vor 6 Monaten einen Unfallschaden. Ein Betrunkener ist uns in den parkenden Eumel gefahren. Dieser ist mittlerweile behoben, lackiert und jetzt muss aber die Hartkeramikversiegelung wieder neu drauf auf der Seite. Darum fuhren wir nach Altdorf zum Spezialisten unseres Herzens. Zum Vergleich hier einmal vorher und nachher Aufnahmen. Also, wir sind voll zufrieden. Also, vorher und ups, schwupps, nachher. Ja, der Glanz ist auch toll, aber was für mich viel interessanter ist, der Lack ist jetzt wieder geschützt und so können Büsche und Äste auch keine Kratzer mehr im Lack verursachen. Ja, so wieder gehärtet und glänzend geht's dann auf unseren kleinen Minitrip. Und wir nehmen euch heute mit nach Neumarkt in der Oberpfalz. Elke besorgt Kuchen und ich habe noch ein bisschen Zeit, mit der Kamera ein paar Aufnahmen zu schießen. Hier unsere VB-Volllauffederung. Da ist das komische Zeug von der Hartkeramikversiegelung. Wenn ihr zu irgendeinem bestimmten Thema irgendwas Näheres haben wollt oder ein kleines Filmchen oder ein Clip, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, ich warte immer noch auf den Kuchen und von daher kann ich hier noch ein bisschen rumfilmen. Ja, ich bin gefragt worden, was ich denn vorne verbaut habe. Das sind einmal meine Edelstahl-Trittstufen in den Nischen. Echt praktisch, um die Scheiben und alles sauber zu machen. Und ich habe mir Racing-Gitter hinter die großen Lüftungsgitter gebaut, damit Steine, Steinchen nicht direkt den Kühler zerstören. Und unten drunter habe ich mir auch verbaut, ja, wie nennt man es? Unterfahrschutz. Ja. Und vor lauter Filmen und Gucken hörte ich die ganze Zeit ein Fiepen, ein komisches Geräusch. Und da fiel es mir ein, Scheiße, ich sollte ja Kaffee machen. Also, zack, schnell ins Auto. Und da pfiff unser Kesselchen schon. Puh, gerade rechtzeitig. Nicht anfangen. Ja, und bevor wir unsere kleine Wanderung zur Burgruine Wolfstein beginnen, haben wir uns erstmal ein wenig gestärkt. So, aber jetzt kann es auch langsam losgehen. Es kann langsam losgehen. Okay, erstmal die Teller wieder zurückbringen, die wir netterweise vom Restaurant bekamen für unseren Kuchen. Und ich glaube, heute Abend haben wir einen wunderherrlichen Ausblick aus unserem Schlafzimmerfenster. Und hier ist auch das Berghotel, respektive Restaurant, von dem wir heute Abend verwöhnt werden. Jetzt kommen Autos. So, jetzt geht's aber erstmal los.
Und wie immer, wenn wir loslaufen, geht es erstmal bergauf. So, halben Weg haben wir geschafft, hoffen wir. Da unten steht der Eumel. Jo, zwar nicht schick, aber in der heutigen Zeit ist man ja froh um jeden Platz, wo man sich mal hinstellen darf. Ne, Schnuppi? Ja, mein Schatz. Verarsch mich nicht. Und weiter geht's bergauf. Schatz, da oben die Bank ist frei. Die gehört uns. Ja, die Burg ist da hinten, ja. Wo die ganzen Autos stehen. So, und da hinten ist die Burg. Da. Aber da schauen wir jetzt mal, wenn ich da den Parkplatz sehe und die ganzen Leute, die daraufhin stürmen, ob wir uns das heute antun oder ob wir es nicht das nächste Mal machen. Wir gucken erstmal von außen. Ne? Ja. Ja. Und da, das ist der Grund, warum ich heute hier auch nicht mit der Drohne rumfliegen kann. Das Geile ist, ich sehe das Flugzeug nicht. Der Monitor ist so klein. Da, ich glaube, jetzt habe ich sie. Nee, das ist die Wolke.
Diese Drohnenaufnahme habe ich euch untergeschoben. Die ist gar nicht aus Neumarkt. Die ist aus Stöckach von vor einer Woche. Ja, mit dem Drohnenfliegen wird das heute nichts. Dann muss die Kleine herhalten zum Filmen. Auf die Brücke, die ist gerade leer. Die Burgruine Wolfenstein wurde urkundlich 1120 erstmalig erwähnt und war der Stammsitz der Wolfensteiner. Im Sommer werden auch Führungen angeboten und dann kann man auch diesen hohen Turm erklimmen, den die Fachleute auch Bergfried nennen. Ja, und die Ruine füllte sich eigentlich fünfminütlich mit immer mehr Menschen, so dass wir noch ein paar Aufnahmen machen wollten, was aber auch nicht immer klappte, weil einfach zu viele Menschen da waren. Hier sehen wir gleich Versuch Teil 1. Versuch Teil 2. Das kannst du vergessen heute. Totaler Gegenlicht. Ja, und Teil 3 wurde auch nichts. Und dann musste das Löwenzahn herhalten. Ja, und nachdem es uns dann wirklich zu voll wurde, traten wir dann auch den Rückweg an. Aber nicht ohne vorher noch ein paar schöne Fotos geschossen zu haben. Nicht zu nah, ich weiß. Ja, Bauch einziehen. Wo kommt der Bauch her? Corona-Geschwür. So, Bier kriegen wir auch nicht. Hat alles zu. Ja, vor Mountainbike-Fahrern wurde hier gewarnt, aber nicht vor Gebüschen, die einen ganz plötzlich anspringen. Ah! Baum! So, aber jetzt nichts wie zum Äumel, weil so langsam haben wir Hunger und freuen uns schon richtig auf unser Wohnmobil-Dinner.
doch haben. Ich hoffe. Guten Appetit, mein Schatz. Dankeschön. Haben wir jetzt das Mädel gar nicht drauf? Dann haben wir den Salat. Jawohl. Wir haben jetzt hier alles ein wenig separat gemacht. Ne? Super. Wir haben jetzt trotzdem mal Soße Hollandaise wegen am Spargel, die Schwammerlsoße und die Spätzle. Ne? Ihr seid die Besten. Guten Appetit. Lasst danke euch schön. Danke. 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 Meine Frau Krampe. Ja, sehr. Brauchen wir für die Spätzle noch. Löffel. Aha. Sehr lecker essen. Schau gut aus. Guten Appetit, mein Schatz. Dir auch, mein Schatz. Ja, nach dem wirklich leckeren Essen vertraten wir uns noch ein bisschen die Beine. Das Wetter war einfach zu schön, als jetzt im Eumel die Beine hochzulegen. Und auch für den kleinen Hunger gibt's hier in der Berghütte allerhand zu essen. Aber Corona-konform, alles to go. War echt toll. Ja, jetzt bist du verewigt. Genau. Machen wir noch einmal Werbung. Wir hatten anfänglich die Befürchtung, dadurch, dass die Berghütte halt geöffnet hat und man sich essen und trinken to go nehmen konnte und viele jüngere Menschen, aber auch ältere an dem Parkplatz, an diesem wunderschönen Hang den Sonnenuntergang genossen. Aber so kurz nach 8:30 kehrte Ruhe ein und es blieb auch die ganze Nacht über sehr ruhig. Ja, und hier unten konnte ich dann doch auch noch ein paar Drohnenaufnahmen machen. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart und wir melden uns wieder, wenn es wieder losgeht. Geplant ist Ende Mai. Schauen wir mal, wie dann die Lage ist. Zumindest sind wir dann beide durchgeimpft und schauen dann, was wo in Europa möglich ist. Also, bis denne!